Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge TransSimWorld 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Eine kleine Folge zum Tag des Halloween. Für alle die, die vielleicht mit Halloween nichts zu tun haben, freuen sich vielleicht über ein kleines Abendvideo. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die alle, die mit Halloween viel anfangen können und die vielleicht auch gerade am Feiern sind. Und wünsche ich natürlich ein schönes Halloween, schöne Halloween. Für alle die, die das mögen, meine Kinder mögen das auch sehr, waren auch fleißig sammeln. Und euch natürlich allgemein wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir haben heute die Aufgabe, diesen RE6 auf dem Weg nach Köln-Bonn-Flughafen von Duisburg bis nach Bochum zu fahren. Und das werden wir heute tun mit der neuen BR146 Sound Mod. Dazu habe ich euch ja schon mal ein Video gemacht und ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal eine kleine RE-Runde auf der Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Genau, das machen wir heute und dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Ein wunderschönes Halloween nochmal und würde sagen, wir beginnen damit, diesen Zug aufzurüsten. Und zwar den nach vorne, die Tür öffnen, Zugbeleuchtung Störung, ein, Störung. Zugspitzensignale machen wir mal auf reduziert, das braucht man nicht. Wir müssen aber die Zugsicherungssysteme natürlich noch einstellen. AB, AFB. das Ganze auf 40 vorwählen. So, die Zugsicherungssysteme müssen wir natürlich noch einstellen. Dies müssen wir noch einstellen. Dann hier die Zugsicherungssysteme. Wobei LZB ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt wichtig gewesen, aber lassen wir das. Und dann sind wir abfahrbereit, würde ich mal sagen. Genau. Köln-Bonn Flughafen ist unser oder das Ziel des Zuges. Wir verlassen den Zug natürlich schon in Bochum. Wir haben Halt in Wattenscheid, Essen Hauptbahnhof, Mülheim Ruhr und natürlich Duisburg. Wir fahren von Bochum nach Duisburg herum, Entschuldigung. Und schließlich Endhalt in Duisburg. So, wir können die Türen verriegeln. Und da würde ich sagen, haben wir Ausfahrt. Nächster Halt, Wattenscheid. Auf geht's. Fahren wir los zur Geisterstunde. Wunderschön. So, wir haben uns befreit, das heißt, wir können natürlich auch aufschalten auf die Geschwindigkeit, die wir fahren dürfen. So. Der Sound ist schon nice, oder? Also den haben sie wirklich gut hingekriegt. Nochmal ein ganz großes Lob an Bahn-Pfusch Hochschule für diesen wunderschönen Soundmod. Vielen, vielen Dank. Und da fahren wir die Partygäste, die vielleicht Halloween feiern wollen, in die Metropole Essen. Duisburg. Einige steigen vielleicht auch in Wattenscheid und Mülheim aus. Aber ich denke mal, die große Mehrheit will nach Essen und Duisburg, um Halloween zu feiern. Genau das werden wir jetzt natürlich hier als Regionalexpress auch erfüllen dürfen. 160. Schön.
relativ pünktlich in Wattenscheid, würde ich mal sagen. Wunderschön. Knapp 50 fahren wir hier an den Bahnsteig heran. Ich habe mir mal irgendwann sagen lassen, dass das ungefähr so die Richtgeschwindigkeit ist, mit der man an den Bahnsteig heranfährt. Zumindest bei dem RE oder deinem Güterzug in Doppeltraktion ankommt. Ich habe mir das mal sagen lassen, dass man ungefähr mit 50 km/h an so einem Bahnsteig heranfährt. Ob das jetzt wirklich stimmt, ist eine andere Sache. Ich habe es mir halt mal sagen lassen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das stimmt. So. Also wie gesagt, ich habe mir das mal sagen lassen, dass das wohl bei einem RE so ist, dass man damit 50 ungefähr an den Bahnsteig ranfährt, wenn man da halt anhält. Ob das bei dem Fernzug auch so ist, weiß ich nicht. Ihr könnt mich aber gerne in den Kommentaren halt korrigieren, falls das nicht so ist. So, der hat schon Verspätung hier. RE11 und RE1 sind hier die Folgezüge auf unserem Gleis. Und hier der RE1. So, und der hat schon Verspätung. Eine Minute, das kann man ja wohl noch verkraften. So. Wir haben jetzt hier gleich Ausfahrt. Nächster Halt dürfte dann Mülheim an der Ruhr sein. So, wir sollen noch 22 Sekunden warten. Das tun wir natürlich. Wir wollen hier nicht zu früh die Türen schließen. Da kommen noch ein paar Fahrgäste mit den Köfferchen. Das wird aber langsam eng, meine lieben Leute. Ihr habt nicht mal mehr 10 Sekunden, aber vielleicht wollt ihr den Zug auch gar nicht nehmen. Auf jeden Fall sieht das nicht so aus. Wir verriegeln die Türen und haben dann Ausfahrt Richtung Mülheim an der Ruhr. Ich habe sie doch verriegelt, oder? Ich wollte doch sagen. So, nächster Halt. Essen erst. Oh, okay, da fahren wir erst Essen. Fahren wir mit der 146-249-0. Wunderschön, wunderschön. Also hier könnte man ja bei in Essen könnte man die Strecke ja auch so ein bisschen erweitern Richtung ja, Bottrop und so weiter. Gladbeck, Kicheln und solche Sachen, das wäre schon, das würde sich auf jeden Fall anbieten. Wenn man dann auch noch den RE14 da einbaut, wäre ich hochzufrieden. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das nicht animiert ist, aber man kann halt nicht alles haben. So, 140.
schön, wie die AfB aufhört zu bremsen. Habt ihr das gesehen? Wie die Lok so ein bisschen nach vorne ging? Das ist die ganze Führerkabine. Ist schon nice. So, in 3 Minuten gut sollen wir da sein. Im Essen Hauptbahnhof. Ein Gleis 2. Wunderschön, wunderschön. Essen ein, kommt jetzt noch eine Rechtskurve und da sind wir da. Dagegen RE, der natürlich immer nach Bochum fährt, schätze ich mal. So, wir öffnen rechts die Türen. Entriegeln natürlich, sonst funktioniert es nicht. So, im Essen ist natürlich schon ein bisschen mehr los als im Wattenscheid. Der fährt zum Beispiel nach Minden, das dürfte der in 6 über Wattenscheid, Bochum und Dortmund. Schade, dass hier nicht der RE9 fährt oder steht, der fährt ja nach Osnabrück. Ist die S1 nach Solingen? Keine Folge zu, das kommt hier noch. S3 nach Hattingen. Aber irgendwo fährt auch der RE9, da bin ich mir sicher. Da, aber das ist der RE2. Stimmt, das ist nicht der RE9, das ist der RE2, der nach Osnabrück fährt. Über Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Recklinghausen und so weiter nach Osnabrück. Hinterher kommt dann der IC2318 nach Bochum. So, wir sollen noch bis 21:33 Uhr warten und 58 Sekunden. Dieser Zug fährt noch über Mülheim Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Hauptbahnhof, Köln-Bonn Flughafen und dann endet seine Fahrt.
So, nächster Halt, Mülheim. Normalerweise wäre jetzt auch der an Gleis 8, ne gar nicht, an Gleis 10, der RE14 abgefahren Richtung Borken. Also um 21.31 Uhr fährt der mal ab, beziehungsweise um, also jede Stunde um 31, sagen wir mal so. So, wir dürfen 130, 60. Ach, seht mal. Was kommt denn da? Wieder mal meine Lackierung. Ach, wie schön. Wie schön, wie schön. Das ist meine. Die ich mal in meinem jugendlichen Leichtsinn gemacht habe. Ihr seht es hier. Der Danny spielt das. 19.500 Abonnenten hatte ich da noch, als ich das gemacht habe. Lang, lang ist es her. Mittlerweile sind es über 100.000. Wahnsinn. Wahnsinn, ehrlich. So lang ist das her. Ja, nach Osnabrück, da kommt der RE2. Wunderschön, wunderschön. Ach, göttlich, oder? Dass er immer wieder mal im KI-Verkehr unterwegs ist, das freut mich. Das freut mich wirklich. Wirklich sehr, sehr schön. Ach, Wahnsinn. Es ist jetzt nicht so 100% spektakulär, gebe ich zu, aber naja, fürs erste Mal finde ich das gar nicht so schlecht. Finde ich schon echt nice. Also, dass der immer mal wieder im KI-Verkehr unterwegs ist, cool. Echt wirklich sehr, sehr schön. So, 6,3 Kilometer noch bis Mülheim. Da sind wir mittendrin im Ruhrgebiet. An diesem Halloween-Donnerstag, dem 31. Oktober 2024, 21.36 Uhr, bringen wir die Fahrgäste, die feierwütigen Fahrgäste, die Halloween feiern wollen, die alle verkleidet sind, an ihr Ziel. Damit sie halt feiern können. Genau. Wir müssen hier mal ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Wenig Fernzüge, die wir hier angetroffen haben, eigentlich bis jetzt noch gar keinen, wenn wir ehrlich sind. Es wundert mich schon ein bisschen, auch in Essen war keiner zu sehen, also normal.
Normalerweise fahren die doch regelmäßig, aber naja, vielleicht liegt das auch an der Uhrzeit, ich weiß es nicht. Vielleicht sind mehr Fernzüge zu sehen, wenn wir tagsüber fahren, aber zum Halloween fährt man normal im Dunkeln. Das ist jedenfalls meine Meinung. Wir hätten ja auch Mitternacht fahren können, aber da wäre es ja kein Halloween mehr. Dann wäre ja schon der 1.11. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, fahren wir nicht Mitternacht. Fahren wir schon noch deutlich vor Mitternacht. Aber auch wenn es dunkel ist, also ja. Naja, es muss ja auch nicht immer Fernverkehr zu sehen sein. Ein bisschen Regioverkehr ist ja auch nicht schlecht. Letzter Zeit so viel Fernverkehr gefahren und so weiter. Doch so ein bisschen Nahverkehr tut das mal echt gut. Sonst müssen wir ein bisschen stärker bremsen hier. Und da sind wir in Mülheim an der Ruhr. Bahnsteig 6, wenn wir aneinander gleich 6, wie auch immer. Das kann man ja halten wie Dachdecker, meiner Meinung nach. Ob jetzt Bahnsteig oder Gleis, im Prinzip weiß man ja eh, was gemeint ist. Gehe ich jetzt mal stark aus. Ja, hier in Mülheim ist überhaupt nichts los im Moment. Vielleicht kommt das noch, während wir unseren Aufenthalt haben. Vielleicht kommt da noch irgendein Zug reingefahren. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall liegen wir gut in der Zeit, würde ich mal sagen. Überpünktlich. Also wir haben überhaupt keine Zeitprobleme hier. Wirklich ein großzügiger Fahrplan, muss ich wirklich sagen. So, wir öffnen links die Türen. Nein, nicht links und rechts, sondern links. Nein! Ach! So. Und öffnen so die Türen. Ist manchmal nicht einfach. Was sieht man hier? Ist hier Auto? Ne, Autobahn ist es nicht. Ist keine Leitplanke dazwischen. Schnellstraße, würde ich jetzt mal so sagen. Da unten könnte eine Autobahn sein, oder? Ne. Oder? Ne. Ist auch eine normale Landstraße, Hauptstraße, sowas in der Art. Wie wäre es mal mit Blinken? Ist aber auch nur so meine Meinung. So. Sternenklare Nacht an diesem Halloween-Abend. Also wirklich keine einzige Wolke zu sehen. Also es ist ja auch mal sehr schön. Da werden die Feiernden wenigstens nicht nass. Das ist auch mal positiv hervorzuheben, finde ich. So, der darf sich noch beeilen, wenn er noch einsteigen will. Will er nicht? Eine Minute hast du noch. Was ist denn hier hinter? Das ist da. Ah, okay. So, wer fällt denn überhaupt noch ein jetzt gleich? Gucken wir mal hier. Die S3 nach Oberhausen Hauptbahnhof. Und die S1 nach Solingen. Ah, okay. Was haben wir hier an Folgezüge? Den RE11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof und den RE1 nach Aachen Hauptbahnhof. Oh gut, das dauert ja noch ein halbes Stündchen, bis der hier einfährt. Da sind wir längst weg. Zum RE6 auf dem Weg Köln-Bonn Flughafen über Essen Hauptbahnhof, Mülheim Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof. Für uns endet die Fahrt in Duisburg. Nächster Halt, Duisburg Hauptbahnhof. Dort wechselt das Zugpersonal. Im Vorbild wird das, werden die meisten RE-Linien natürlich schon mit einem
RRX, D0 hat CBR462 übernommen. Ich sagte nur mal ein paar Beispiele: RE5, RE6, RE11. Die werden alle schon von RRX, National Express übernommen. Aber das ist hier leider ja noch nicht darstellbar, nicht darstellbar, sondern wegen mangels Fahrzeuge. Deswegen wär ich echt froh, wenn das mal irgendwie angekündigt würde in den nächsten Roadmaps, dass da vielleicht mal was kommt in der Richtung. Das wäre schon echt nice. Weil einen richtigen Original RRX zu fahren, das wäre geil. Aber naja, schauen wir mal, was die nächsten Roadmaps so bringen. Vielleicht erfährt man ja dann schon einiges. Einfach mal abwarten, würde ich sagen, was für so einen neuen Content kommen in Sachen Fahrzeuge. Eine neue Strecke ist ja bereits in der Pipeline. Mannheim, Kaiserslautern, die Ludwigsburgbahn, wie sich Ludwigsburgbahn. Ja, auf jeden Fall die Strecke Mannheim-Kaiserslautern, die soll ja demnächst auch für den TSW verfügbar sein. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Schön wäre aber auch, wenn wir ein paar Streckenerweiterungen bekommen würden. Beispiel linke Rheinstrecke, andere Seite Richtung Wesel. Ja, ich habe es ja letztens schon gesagt, Leipzig-Dresden wäre schön. Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, könnte ich mich sehr mit anfreunden. Gelbes Vorsignal. Na gut, das könnte natürlich an dem roten Hauptsignal am Bahnhof liegen. Muss mich jetzt gar nicht in Absprache, in Abrede stellen. Oder wir haben besetztes Gleis. Warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Und langsamer müssen wir sowieso werden. Deswegen ja überhaupt schon mal auf 100 runter. Jetzt aber ganz schön geschaukelt. Ist, sollten wir runter auf 80. Noch müssen wir nicht quittieren, das wird aber mit Sicherheit gleich kommen. Spätestens am gelben Vorsignal. Und dann sollten wir auch zeitnah runter auf unter 45. Weil wir logischerweise am Bahnhof ein rotes Hauptsignal zu erwarten haben. Das zwingt uns dazu, beziehungsweise dann das. Der folgende 500 Hz-Magnet zwingt uns halt dazu, dass wir dann unter 45 sind. Von der Geschwindigkeit her. Ach, seht mal, da sehen wir den Fernzug. IC1 mit Steuerer? Ich bin jetzt mal gespannt. Nein, ohne. Leider ohne. Aber ja, dem ist so. Ich weiß gar nicht, ob die hier fahren mit Steuerwagen als Gegenzug. Ist mir jetzt so auch noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich weiß, was man denn die Expert hier fahren kann mit Steuerwagen. Ich weiß jetzt nicht, ob die als Gegenzug auch hier als Expert fahren. Jetzt ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. So. Jetzt kommt dann gleich der 500 Hz Magnet, kurz vor Bahnsteig.
Oder kann auch am Bahnsteig liegen, der Magnet. Kann auch hier sein. Ne, wird wohl am Bahnsteig sein. Güterzug, der ist weiter, fährt dafür auf uns gewartet. So, hier liegt der rote, der 500 Hertz-Magnet. Zack! Da habt ihr ihn vielleicht gesehen, rechts. Der ist natürlich aktiv, beziehungsweise scharf gestellt. Damit wir hier auch dementsprechend abbremsen, weil wir natürlich eine HP-0 zu erwarten haben. Wenn wir dann über der entsprechenden Geschwindigkeit sind, die uns hier vorgegeben ist, gibt es die Zwangsinn. In dem Fall bleiben sie unter 45, da sollten wir dann schnellstens hingekommen sein. So, rechts die Türen öffnen. Und dann haben wir diese kleine Halloween-Fahrt von Bochum nach Duisburg geschafft. Dieser kleine Halloween-Snack. Ich finde, für so einen Donnerstagabend, Halloweenabend, finde ich das ein sehr schönes Szenario. Abschließend möchte ich aber gerne noch sagen, oder euch einladen vielmehr, und zwar dazu, dass ich natürlich am Samstag, das habe ich ja in der Community schon angepriesen, angekündigt, einen Livestream abhalten werde. Also kommenden Samstag, 3.11.2024, nee, gar nicht, 2.11., 2.11.2024 einen Livestream abhalten werde, zwar 2030. Näheres dazu natürlich dann in der Ankündigung, die ich gleich noch machen werde. Ja, ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Das war es auf jeden Fall erstmal hier mit unserem Szenario. So ein kleinen Regional Express mit dem Soundmod für die BR146. Ach, seht mal, wir haben Gold bekommen, immerhin. Wir waren nicht zu schnell. Wir haben eigentlich, guck mal, wir sind ja auch überall pünktlich gewesen. Wenn ihr das hier mal so vergleicht, hier waren wir gleich, hier waren wir, wir waren überall pünktlich. Ja, das war unsere kleine Fahrt mit dem RE6 von Bochum nach Duisburg mit der BR146.2 mit dem Soundmod von Bahnpfusch Hochschule. Wenn ihr den Link wollt, scrollt ein paar Videos weiter bei mir. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, habe da auch den Link in die Videobeschreibung gesetzt. Da könnt ihr das und alles weitere finden. Also wie gesagt, kommenden Samstag, 2.11.2024, 20:30 Uhr, Livestream. Seid dabei, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Der RE6 fährt jetzt gleich wahrscheinlich weiter Richtung Köln-Bonn Flughafen über Düsseldorf. Ja, das war es auf jeden Fall von mir. Für einen Abend ist hier an Duisburger Hauptbahnhof echt wenig los, muss ich sagen. Wir sind ja die Einzigen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ist nichts los. Nicht ein Zug steht hier. Das ist ja Wahnsinn. Naja, dann ist das halt so. Das war es auf jeden Fall von mir für diesen heutigen Abend, an diesem Halloween-Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Snack. Für alle die, die vielleicht nichts mit Halloween zu tun haben, die vielleicht zu Hause sind und nicht feiern sind, habe ich euch hier so einen kleinen Snack geliefert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes langes Wochenende. Ja, ihr hört mich dann spätestens morgen vielleicht noch mal in einem Video wieder. Mal schauen. Spätestens aber Samstag im Livestream. Ja, das war's wie gesagt von mir. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes langes Wochenende, einen schönen Halloween-Abend, falls ihr euch dafür interessiert. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Nochmals vielen, vielen Dank für die 100.000 Abonnenten und dafür, dass ich mir jetzt den Creators Award an die Wand hängen durfte. Das alles habe ich euch zu verdanken. Dafür nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.